Ich bin kein Rechter und sage nicht, dass ihr nicht links sein sollt, sondern ich sage, ihr sollt ein Abo dalassen, sofort, sonst werde ich euch persönlich zu Hause besuchen und euch impfen mit Corona. Und ihr seid ja alles Corona-Gegner, deswegen habt ihr mich ja abonniert. Und deswegen solltet ihr schnell abonnieren. Wir schauen ein Video von Ketzer der Neuzeit. Ich frage Linke, ob es okay ist, recht zu sein. Es kann nur scheiße werden. Aber wir geben ihm eine Chance. Mit offene Grenzen, das schadet Deutschland. Ist das auch eine Meinung, die man vertreten darf in diesem Land? Ganz offen kann das nicht sein, ja? Und sie hat hier Flyer, da stehen verschiedene Hassinformationen drauf. Zum Beispiel, nimm die Keeper ab, scharfe Figur, Süße. Mir fehlt, du scheiß Allmann-Kartoffel. Wo ist das? Scheiß Allmann-Kartoffel, finden Sie das diskriminierend? Ja, natürlich ist das diskriminierend. Hä, was ist die Frage? Ach, Gottes Willen. Scheiß Allmann-Kartoffel. Leute, ist es okay, rechts zu sein? Nein. Okay, Freunde, ich wollte gerade den Dreh starten, also dieses kleine Voice-Over hier. Und da bekomme ich gerade die Info, Klimaaktivist nach Hungerstreik in Klinik. Und das ist nicht irgendjemand, das ist Wolfgang Metzler, mit dem wir gerade noch gequatscht haben. Ein Arzt stufte seinen Zustand als akut lebensbedrohlich ein. Gute Besserung. Ja. Und damit willkommen zur Folge 2. Und damit willkommen zurück im Regierungsviertel in Berlin, wo wir alle zusammen die Demokratie feiern. Scheiß Allmann-Kartoffel sagen 10 Leute Marx und alle Deutsch. Real Talk, ja. Also Allmann sagen schon sehr viele, auch Ausländer. Kartoffel auch, aber die kommen mir halt nicht. Aber ich sag auch ehrlich, ich würde da jetzt nicht auf die Leute losgehen, wenn ich da Kartoffel genannt werde, aber korrekt ist es halt nicht so, ne? Also wenn die nicht irgendwie Kenneck oder was weiß ich was genannt werden wollen, oh nein, ich habe das K-Wort gesagt, Zitat, nervt mich nicht, oder sonst irgendwas, kaum Zigeuner oder so, ja, dann, oder Japse oder was gibt's noch für diskriminierende Wörter, keine Ahnung, Jugo oder Flüchi oder so, weißt du, diese ganzen Sachen, das will keiner genannt werden. Oder N-Wort, genau. Genauso wenig wollen Deutsche Kartoffel oder Allmann genannt werden. Das gilt dann auch nicht zu sagen, ja, aber in anderen Sprachen heißen Deutsche Allmann. Ja, gut, dann lass es trotzdem. Also, hä? Kann, muss einfach nicht sein. Allen voran die Jungs hier. Frag da hinten weiter. Null Damage durch Allmann bekommen. Ja, es ist ja auch bei den meisten so, trotzdem muss es einfach nicht sein. Ich würde sagen, man kann auch einfach Deutsche sagen, so ist tatsächlich eine Option, ne? Ich finde halt, wenn man das bei allen so lässt, dann sollte man es da auch lassen irgendwie. Wie heißt er denn, der gute Mann? Felix. Ich will mich auch nicht aufdrängen, weißt du, aber Felix... Aber ist jetzt kein crazy Rassismus oder so. Doch mal, was ist denn mit der Demokratie los hier in Deutschland? Ja, aber gibt es Verbesserungspotenzial oder läuft das alles perfekt? Es gibt immer Verbesserungspotenzial. Die ganzen anderen wie N-Wort haben eine komplette History im Gegensatz zu Allmann-Kartoffeln. Erstens nein, also N-Wort ja, aber viele andere nein. Und das macht keinen Unterschied, nur weil eine Sache neudeutsch ist und die andere ein super altes rassistisches Wort ist, das kann beides verletzend, diskriminierend sein. Ich finde einfach, man sollte es halt einfach lassen, ne? Und gut ist. Ich finde jetzt nicht, dass man da so einen riesen Aufschrei drüber machen sollte. Potenzial. Das ist eine weise Antwort, das glaube ich auch. So, jetzt auch mal genug gefeiert. Hier schließlich wollen wir herausfinden, was die Leute denn überhaupt hier so hertreibt. Meine Besucher sind zum ersten Mal hier in Deutschland und Berlin ist eine Reise wert. Mein Sohn hat uns hier gelassen. Wir haben gesagt, wir gehen zum Brandenburger Tor, wir müssen alles angucken. Und deswegen sind wir da. Ich habe eine spezielle Frage zum Thema Demokratie in Bezug auf die Corona-Zeit. Wir hatten ja viele Grundrechtseinschränkungen. Also die Menschen mussten zu Hause bleiben, wurden teilweise genötigt, sich impfen zu lassen. Wir hatten Schranken von einzelnen Grundrechtsartikeln, weil es dringend notwendig war, ja. Wie ist da deine Einschätzung? War das alles demokratisch? War das alles gerechtfertigt, was in dieser Zeit passiert ist seitens der Politik? Nein. Auf jeden Fall. Wenn eine Infektion da ist, eine Katastrophe. Nein, auf keinen Fall war alles gerechtfertigt. Grundsätzlich war sehr viel gerechtfertigt und auch sinnvoll, aber natürlich haben die auch Scheiße gebaut. Natürlich, Digga, das war das erste Mal in der Amtszeit von jedem dieser Politiker, dass sowas passiert ist.
Logischerweise ist da nicht alles richtig gelaufen. Das ist unmöglich, dass da alles richtig läuft. Keiner hätte das perfekt gelöst. Niemand. Okay? Das hoffe, dann muss die Politik ihre Verantwortung wahrnehmen. Grundsätzlich richtig, da die Bürger zu schützen, krass auf die Impfung zu gehen. Auf jeden Fall. Aber da ist auch sehr, sehr viel auch kleinteilig super schief gegangen. Klar. Die Bevölkerung zu schützen. Wir haben ja alle. Die CDU hätte es nicht besser gemacht, die AfD hätte es nicht besser gemacht. Im Gegensatz, schlechter. Gesehen, was im Fernsehen war, in Italien, die viele Toten. Also da muss man, ja. Aufpassen. Aufpassen. Aufpassen muss man aber auch manchmal mit dem, was der Fernseher einen so zeigt. Es hat ja die Geschichte gezeigt, dass gerade große Medien in der Welt nicht immer nur die Wahrheit erzählt haben, oder? Stimmt, und die ganzen Schwurbler-Medien sind natürlich dafür bekannt, immer die Wahrheit zu sagen. Ja, das ist richtig. Man muss also auch manchmal hinterfragen. Man muss kritisch bleiben. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Manche sind ja ganz kritisch gegenüber der LGBTQ-Bewegung zum Beispiel. Hm. Nicht, weil sie diese Menschen hassen oder weil sie sagen... Nein, überhaupt nicht, ne? Auf keinen Fall. Das sind schlechtere Menschen. Nein, es gibt überhaupt... Kennst du LGBTQ-Gegner? Da sind überhaupt gar keine Feinde, gar keine homophoben Wichser dabei. Nee. Menschen, sondern einfach, weil sie sagen, hey, ganz objektiv betrachtet gibt es zum Beispiel nur zwei Geschlechter. Was glaubst du darüber? Wie viele Geschlechter gibt es beispielsweise? Ja, es gibt nur zwei. Ah, ja. Ja. Amen, das glaube ich ja, auch. Ja, gibt's auch nur. Gibt es auch nur. Keinen dritten. Ich auch noch nicht. Und ja. Das nur den Adam und Eve, ja? Ja, das ist das. Guck mal, ich habe das nicht gelesen, aber den Standpunkt habe ich, ja. Ja, komm, und wo wir schon bei sind, haue ich jetzt einfach mal die offizielle Ankündigung raus, Freunde. Der Truth Over Pride Sweater wird... Ist das eine Scheiße? Kauft euch das nicht. ...findet man Mode in... Pride Over Truth. Nee, zieh ich zurück. Pride Over Ketzer der Neuzeit. Unterstützung und jetzt zurück zu diesen netten beiden Gesprächspartnern in Berlin. Du meintest gerade, es ist wichtig, auch andere Meinungen stehen zu lassen, auch wenn man damit nicht direkt einer Meinung ist. Ja, ja, ne? Man muss tolerant sein, ja? Ganz genau. Ja, ja. Da gibt es ja jetzt in Deutschland sehr viele Menschen, die zum Beispiel die Migration, also die Migrationspolitik der Regierung der letzten Jahre hinterfragen. Kann man diese Meinung auch stehen lassen oder ist das dann die Grenze, wenn jemand sagt, nein, komplett offene Grenzen, das schadet Deutschland. Ist das auch eine Meinung, die man vertreten darf in diesem Land? Ganz. Also erstmal gibt es überhaupt keine komplett offenen Grenzen. Ja, das gibt's, also da ist jetzt keine Schranke, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Aber es ist natürlich sehr, sehr offen im Vergleich zu Ländern wie Ungarn oder so. Kann man sich drüber streiten, aber Menschen, die Hilfe brauchen, sollten Hilfe bekommen. Offen kann das nicht sein, ja? Man muss alles gut dosieren, sagen wir. Ja, ich glaube, komplette offene Grenze würde auch Deutschland schaden. Das sehe ich so, ja. Amen. Okay, das Amen bei solchen politischen Statements ist irgendwie komisch, sage ich, wie es ist. Aber der gute Mann hat nun mal einfach recht. Zu viel Migration schadet. Die Betonung liegt auf zu viel. Die Aussage ist ja auch ein No-Brainer. Ein No-Brainer, die genügend Berliner Studenten... Aber was ist denn zu viel? Wenn jetzt 10 Millionen in einem Jahr nach Deutschland kommen, dann würde ich auch sagen, ist zu viel. Aber wenn das, also, ab wann ist zu viel, wenn ich mal fragen darf? Denn zum Beispiel nicht als Deutschen erkennen. Schreibt also deshalb... 100.000 und der Rest muss draußen bleiben. Ukrainer okay oder die auch nicht. Gerne mal in die Kommentare. Hauptsache keine Afghanen. Was genau willst du? Ob ihr zum Thema Migration... Weißt du, das sind so richtig so Oberflächen... Ja, es dürfen Ausländer kommen, aber nicht so viele. Ja, aber wie viele? Wer darf kommen? Aus welchen Ländern? Warum? Na, kann das ausgeweitet werden, wenn halt Krieg ist oder nicht? Eine Umfrage sehen wollt und wir werden es möglich machen. Jetzt aber weiter zu meinem Lieblingsstand an diesem Tage. Wenn man hier jetzt die Melodie von L'Amour Toujours anmachen würde, das würde auf jeden Fall für Stimmung sorgen. In welche Richtung, wissen wir noch nicht. Ja, Freunde, Antidiskriminierungsquiz. Und da sitzt jetzt eine Dame. Also,
sorry, ich hoffe, es ist eine Dame. Und sie hat hier Flyer, da stehen verschiedene Hassinformationen drauf. Zum Beispiel, nimm die Keeper ab, scharfe Figur, Süße. Mir fehlt, du scheiß Allmann-Kartoffel. Wo ist das? Wir wollen beim Quiz heute mitmachen. Wir machen ein kleines YouTube-Video, wo wir das... Nee. Wir wollen nur das Quiz dokumentieren. Könnte mein Kameramann für das YouTube-Video sich hier hinstellen und sozusagen nur mich filmen? Das können Sie mir nicht antun. Genau, wir machen ein YouTube-Video, wo wir den Tag heute dokumentieren. Und ich bin gespannt, ob ich ein diskriminierender Hetzer bin oder nicht. Haben Sie schon mal die Abkürzung AGG gehört? Aktiengemeinschaftsgesellschaft. AGD. Warte mal. Was? Haben Sie schon mal die Abkürzung AGG gehört? AGG, allgemein das Diskriminierungsgesetz oder so. Das ist Antidiskriminierungsgesetz. Aktiengemeinschaftsgesellschaft. AGG, das ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Der Jurist. Also dieses Gesetz verbietet Benachteiligungen in bestimmten Lebensbereichen wegen 6 verschiedener Kategorien. Können Sie sich vorstellen, welche Kategorien das sind? Politik, also Meinung über Politik. Religion, Geschlecht, Sexualität, Glaube, hatte ich schon, Herkunft, Bildungsgrad oder Behinderung? Also der Impfstatus? Nein. Vielleicht Herkunft. Der Impfstatus, Bruder. Ja, Herkunft ist eine. Rasse. Aus Gründen der Rasse. Rasse ist kein Wort, was ich hier in Ordnung finde. Rasse heißt das genauer, weil es keine Rassen gibt. Aber es gehört zur Herkunft dazu, das ist alles. Na gut. Grundgesetz wird das ja so noch formuliert. Ethnie, Herkunft, Rasse. Aber gut, dann Sexualität auf jeden Fall. Orientierung, ja. Geschlecht? Ja. Ich weiß nicht, wird ein Unterschied auch in Deutschland gemacht zwischen Geschlecht, also wirklichem Geschlecht und dem gefühlten Identitätsgeschlecht? Das ist eins, das ist eine Kategorie. Lustig, weil in den USA wird das ja so aufgeteilt, da wird ja gesagt, du kannst... Ja, dann cool, wir müssen langsam leider mit dem Lager leider aufräumen. Ja, okay. Ja, gut. Tut mir leid. Wir müssen abbrechen an der Stelle. Wie random, hä? Wir müssen genau jetzt abbrechen. Eine Minute können wir nicht noch reden. Ja, die waren bei Punkt 4 von 6. What the fuck? Das ist ja turbo-komisch. Na gut, dann hoffen wir mal, dass die vielleicht in diese 6 Kategorien noch den Impfstatus mit reinbringen, damit er sich 2020 bis 24 oder 23 besser gesagt nicht wiederholt. Ich schlag das vor, jawohl. Dann wir würden nur noch mal kurz die hier abfilmen, die Sticker oder die Flyer hier, wenn es okay ist. Für den Job sind sie zu alt, also die Diskriminierung rund um das Alter. Gerade auch in Zeiten wie meine Oma ist eine Klimasau, auch immer interessant. Typen wie du heute nicht, in Bezug auf auch Herkunft, wer kommt in den Club, wobei der Clubbesitzer muss ja irgendwo Grenzen setzen, wer reinkommt und wer nicht. Männer werden zum Beispiel oft nicht reingelassen, weil man schon zu viele Männer im Club hat, kann man nur verstehen, ja, da muss ja irgendwo eine Balance sein, aber nur... Was ist das denn für ein Beispiel bei Bester, hä? Also jetzt kracht es ja wirklich komplett. Also ich konnte es ja gerade noch irgendwie ein bisschen ernst nehmen, aber sorry, what the fuck? Ohne Kopftuch bei der Miete. In Club kommen mehr Frauen, also kommen manche Männer nicht rein? Scharfe Figur, Süße am Arbeitsplatz, nimm die Keeper ab in Bezug auf Religion. Das Einzige, was mir fehlt, ist, hau ab, du Scheiße. Impfstatus. Ist Allmann-Kartoffel, weil das hört man in Berlin auch manchmal. Da fehlt noch der Sticker, aber den können wir noch nachholen. Ja, das ist doch in Diskriminierung mit drin, ne Mensch. Es ist ja auch Diskriminierung, scheiß Allmann-Kartoffel. Hau ab, das ist ja wohl diskriminierend. Also, dass das kein Konsens ist, Freunde. Scheiß Allmann-Kartoffel. Entschuldigen Sie, finden Sie scheiß Allmann-Kartoffel diskriminierend? Nochmal bitte. Scheiß Allmann-Kartoffel, finden Sie das diskriminierend? Scheiß Allmann-Kartoffel. Nee, eigentlich nicht. Ist eigentlich ein Kompliment sozusagen. Ja, okay. Also Ihrer Meinung nach? Eine Kartoffel kann man ja eigentlich nicht diskriminieren, ne? What? Was? Unsere Dis- Ja, okay, stimmt. Eine Zigeunersoße ist ja auch nur eine Soße. Wie soll denn eine Soße... kann doch nicht diskriminierend.
Hä? Check ich nicht. Kriminierungsbeauftragte hat in ihrem... Und die Dame, die Dank für den Raid mit 22 Personen für euch gedrückt. Und herzlich willkommen, Geißen, in der besten Community auf ganz Twitch. Herzlich willkommen. Ja, freut mich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Stream. Wir reagieren auf den Ketzer der Neuzeit. Herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihrem Twitter-Status mal zu stehen, weiß ich sehr zu schätzen. Allmann-Beauftragte. Finden Sie das auch irgendwo ein bisschen ins Lächerliche gezogene zumindest? Ja. Irgendwo. Würde ich schon sagen, ja. Ja. Weil wir haben uns gerade die Frage gestellt, ob diese Aussage, speziell Scheiß Allmann-Kartoffel, diskriminierend gegenüber Deutschen ist, weil das denke ich schon, aber man kann ja verschiedener Meinung sein. Also da muss man schon einen gewissen Humor haben, um das sozusagen als nicht diskriminierend zu befinden. Ja. Ich hasse diesen Clip. Jawohl, das bisschen Vernunft habe ich in dem Moment gebraucht. Nach diesem sympathischen Mann mit der schnellen Brille trafen wir direkt auf den nächsten lustigen Kollegen und was daraufhin folgte, war nicht mehr und nicht weniger als ein Fiebertraum der Extraklasse. Hi, können wir auch für ein Video machen? Sehr schön, hallo, hallo. Hallo. Moin. Ist es okay, rechts zu sein? Naja. What the fuck? Mehr oder weniger sozusagen. Mäh. Ja. Ja, aber was erwartest du auch von Leuten, die in so einem Kostüm stecken? Denkst du, das sind jetzt die großen so Dichter und Denker? Ist es okay, ungeimpft zu sein? Ich nehme das als Ja. Es war ein warmes Ja. Na gut, mein Lieber. Dann wünsche ich noch einen fliegenden Tag heute. Kannst du fliegen auch? Naja! Naja, willst du sehen? Da brauchen wir nochmal einen Faktencheck hier. Aber machst einen guten Job, machst ein gutes Bild. Jawohl, das sieht gut aus. Sehr schön. Hey, sehr gut. Okay, na dann, schönen Feierabend später, ne? Tschüss. Mich hat zwar niemand gefragt, aber ich bewerte den Vogel der Bundesregierung mit 5,5 von 10 Sternen. Lustiger Kollege leidet aber an der Wahnvorstellung, dass es mehr als 200 Geschlechter gibt. Seht selbst. Ah, und wie viele Geschlechter gibt es? Viele. Viele Geschlechter? Ja! The first aber breath, wie viele danke. Mehrere! Mehr als zwei? Ja! Oh, Junge, wirklich, also. Du interviewst ein Maskottchen, hallo! Klingelt's da oben? Ah. Was will sie jetzt? Was will sie? Was soll das Ergebnis sein? Ein Adler sagt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt? Schrecklich. Skandal. Mehr als 10? Ja. Mehr als 200? Mäh. Na gut, lassen wir das mal so stehen. Grüße auf jeden Fall so oder so an diesen Kollegen unter diesem Kostüm. Aber ich will heute schon noch eine Antwort auf meine Frage haben, Freunde der Demokratie. Ist es okay, rechts zu sein? Ich habe so wirklich seinen Mundwinkel gefühlt im Augenwinkel gesehen. Leute, ist es okay, rechts zu sein? Nein, das ist keine Meinung. Ich finde, es ist einfach nur Diskriminierung und einfach unangenehm. Und ich finde, natürlich kann man da irgendwelche Argumente rausholen. Aber ich denke mir, wenn du zum Beispiel sagst, du willst... Also es ist erstmal okay, jeden politischen Standpunkt zu vertreten. Ich teile den nicht und ich finde den nicht gut und ich würde euch allen raten, nicht rechts zu sein. Aber natürlich kannst du das sein. Also mach halt, wenn das für dich dein Ding ist. Aber ja. Die AfD, aber du bist nicht rechts, dann überdenk nochmal deine politische Ansicht. So, ich finde, jeder kann sich selber aussuchen, was er wählt, was er möchte, aber trotzdem muss man irgendwie auch schauen. Also man kann sich nicht als nicht rechts betiteln, wenn man sowas wählt, wie die AfD zum Beispiel. Aber ich denke mir, jeder darf wählen, was er möchte, jeder darf denken, was er möchte, aber trotzdem ist es wichtig, halt irgendwie nicht selber sich als links oder so anzusehen, wenn man sowas wählt. Also es ist einfach schwierig und ich finde, ja. Ja, es ist wichtig. Es ist wichtig, sich nicht als links anzusehen, wenn man AfD wählt. Das macht auch, glaube ich, keiner, um ehrlich zu sein. Aber okay. Ich finde es schwierig und irgendwann geht so eine Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Diskriminierung. Also es ist okay, danke. Was ist für dich rechts ganz grundsätzlich? Oh, ich finde insgesamt Leute, die einfach eine... Konservativ, erzkonservativ, ab da bis halt... Also... bei konservativ geht's los, wenn Leute halt wie Ketzer der Neuzeit sind, so...
es gibt halt ganz verschiedene Standpunkte, ne? Also es kann man jetzt schwer, man muss halt jetzt einen Themenbereich raussuchen, wie zum Beispiel, was kann ich als einfaches Beispiel nehmen? Zum Beispiel die Klimapolitik, und da kannst du halt zum Beispiel recht sein, wenn du sagst, Atomkraftwerke bauen, Strom, hier Energie, Gas von Putin nehmen und so weiter, dann vertrittst du rechte Standpunkte und dann bist du rechts, so. Wenn du mehrere von diesen Standpunkten in den vereinzelten Themen nimmst, ne? Das wäre jetzt so meine Definition davon. Sehr, sehr. Wenn du Rassist bist, sehr wahrscheinlich und so weiter. Also, wie soll ich sagen, rechtsradikale Ansicht haben von bestimmten Sachen, also zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich noch rechtsextrem, rechtsradikal, wenn du dich halt dann mit Gewalt oder halt mit wirklich extremen Mitteln in die Richtung bewegst. Auch einfach Leute wegen der Hautfarbe diskriminieren oder so, das ist für mich schon eine rechte Ansicht. Ich finde es trotzdem manchmal schwierig auseinanderzuhalten, man, das ist wirklich rechts. Ja. Ich glaube, da muss man echt in der Debatte wirklich dann vorher definieren, was meinst du mit dem Wort, weil sonst kann man schnell in dieses Moment so mit dem Finger auf die zeigen, die anderen zeigen mit dem Finger auf die wiederum und dann redet man aneinander vorbei. Weil ich glaube, wenn man wirklich in einer Debatte argumentativ wird, dann... Ist doch gar nicht so wichtig, ob jetzt jemand rechts oder nur konservativ ist oder ob jemand mittig, ich weiß, gibt's nicht, aber mittig ist oder links oder so. Es macht viel mehr Sinn, über die Themen zu diskutieren und weniger da irgendwie Leute in irgendwelche Schubladen zu stecken, ne? Kann man vielleicht irgendwo eher in dieser... Also man kann schon Leute in Schubladen stecken, aber... Man sollte halt am besten über die Themen sprechen und weniger halt sagen, okay, Nazi, ja, mit dem rede ich nicht. Demokratischen Gesellschaft einen Nenner finden, anstatt wenn man nur eben mit dem Finger auf andere zeigt. Da sind wir einer Meinung. Ja. Ein Ausdruck, den ich auch in Berlin öfter gehört habe, ist halt sowas... In meinem übernächsten Video geht es um Nazi und ich habe dem in dem Video angeboten, also ich habe es noch nicht aufgenommen, aber das Skript ist fast fertig, dass ich mit dem Live-Talk führe. Und dann werde ich auch mit einem richtigen Nazi sprechen, mit einem Adolf-Hitler-Fan. Und wenn er annimmt, ich hoffe es sehr, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, aber ich finde auch sowas mal wichtig, um auch zu sehen, was solche Menschen dazu bewegt, so zu werden, um daraus zu lernen, wie man es besser macht, wie man Kinder erzieht, wie man das in Schulen besser vermittelt, dass sowas halt nicht nochmal passiert, weil so kann man das richtig gut vermeiden und auch aufklären, wie halt sowas passiert, wie man so abrutschen kann. So Menschen komplett auszuschließen ist wichtig, aber trotzdem sollte man verstehen, was mit den Menschen passiert ist. Also, was heißt ausschließen? Man kann natürlich versuchen, auch denen zu helfen und denen eine bessere Seite des Lebens zu zeigen und zu zeigen, dass auch linke Ansichten sehr, sehr gut sind oder viel, viel besser sind. Aber jetzt nicht halt mit denen auf Haha-Hi-Basis, ne? Wie, ja, hau ab, du scheiß Allmann-Kartoffel. Wäre das für dich auch diskriminierend oder fällt das dann wiederum unter diese, ja, Meinungsfreiheit? Ich denke mir, es kommt drauf an. Das ist das Problem. Man kann mit ihnen reden, aber nicht zulassen, dass sie ihre Propaganda frei raushauen. Wenn dann halt nur, wenn man das dann einordnet und widerlegt, ne? Wie es die Leute sehen. Natürlich ist es auch eine andere History, ist eine andere Vergangenheit. Machst das Interview bloß nicht live, anders bekommt man die Leute quasi nicht. Wegen Schneiden und die haben Angst davor und so, ne? Halt, wie man es ansieht, aber ich finde es trotzdem, jeder kann es für sich selber auch aufnehmen, wie man es findet. Ich finde es schwierig zu beantworten, aber ich denke mir, in der Situation finde ich, ist es manchmal noch ein bisschen, das hat meistens was mit Witzen oder mit so danke. Sachen zu tun, die nicht wirklich ernst politisch gemeint sind oder nicht wirklich eine Ansicht haben, sondern es einfach nur ein bisschen mehr Witz oder nicht wirklich auf die Herkunft oder irgendwie so mit zu tun hat, sondern es mehr so ein Klischee ist und Klischee-Denken. Das ist manchmal, aber ich finde es manchmal auch schwierig, weil es manchmal auch ja irgendwie dann in irgendeiner Weise rechts, aber genau. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber... Digga, das war irgendwie eine lost Antwort von dem. Also irgendwie viel zu kompliziert, aber... Okay. Aber die Aussage, die Felix in 5,5 Sekunden hier reinschneiden wird und auch die Reaktion der Jungs drumherum auf dieser Stürzenberger Kundgebung, die kommt mir jetzt nicht allzu humorvoll rüber. Die haben gerade eben was zu mir gesagt. Ich habe gesagt, du sollst deine Fresse halten und nach Hause verpissen, du scheißdreckige Deutsche. Und damit... Ja, das ist halt, das ist Diskriminierung so. Okay, gut, ja. Klar, ist so, ist scheiße, sollte man verurteilen. Zur letzten Mission des heutigen Tages. Egal wie problematisch Stürzenberg ist, ne? Das rechtfertigt nicht andere diskriminierendes Verhalten. Ich wollte nämlich wissen, wie wir das Grundgesetz so in Corona-Zeiten gefeiert haben.
Aber du redest nicht mit Axel Reitz, I guess, ne? Ich weiß nicht, wer das ist, to be honest. Welche Rolle hat das Grundgesetz in Corona-Zeiten gespielt? Weiß ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ich frag's mich auch bis heute. Vor noch 2-3 Jahren. Okay. Dann gab's ja Demos für die Grundrechte in Corona-Zeiten und da hat so eine junge Dame. Dann müsste man die Aussage von diesem Stürzenberger zeigen. Nee, Kalle, da muss ich dir widersprechen. Das rechtfertigt das nicht. Ja, Stürzenberger ist eine problematische Person. Finde ich nicht in Ordnung. Viele Aussagen von dem. Muss man extrem kritisch sehen. Aber, also, nur weil er was gegen den Islam gesagt hat und der junge Mann sich davon beleidigt gefühlt hat, heißt es nicht, dass er ihn dann persönlich diskriminierend oder rassistisch angreifen darf. Das ist nicht in Ordnung. Damit das Grundgesetz hochgehalten auf der Demo und da kam die Polizei und die hat gesagt, es ist aktuell verboten, politische Symbole zu zeigen an der Öffentlichkeit, weil wir haben Corona und weil deshalb Versammlungsfreiheit ist eingeschränkt. Erinnern Sie sich an diese Zeiten? Wer ist denn Pioni? Noch? Nee, fände ich aber auch nicht richtig. Das finden bzw. fanden... Nee, erinnere ich mich nicht dran. ...wir auch nicht richtig. Gefeiert wurden wir für diese grundrechtsliebende Einstellung die letzten Jahre aber leider auch nicht. Im Gegenteil. Na gut, im nächsten... Bro, du hast 415.000 Abonnenten und bei dir läuft übel gut. Also ich glaube schon, dass du dafür gut gefeiert wirst, tatsächlich. Video sind wir übrigens auf dem Karneval der Kulturen unterwegs. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und folgt uns auch auf Instagram und X, um nichts mehr zu verpassen. Ohne euch wäre diese Arbeit von meinem Team und mir unmöglich. Deshalb vielen Dank für eure Unterstützung mit einer Bestellung auf ketzerderneuzeit.com oder einer Spende per Banküberweisung bzw. PayPal macht ihr diese Arbeit möglich. Alle Informationen findet ihr in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Au revoir. Ja, es ist mal wieder so ein Nonsens-Video, ehrlich gesagt, wo es einfach nur darum geht, halt ein bisschen Stimmung zu machen. Also ich meine, was ist das für eine Frage? Ist es okay, recht zu sein? Ja, Corona. Weißt du, das war wieder so ein Video, wo es einfach um nichts ging. Es ist scheißegal, die Frage, ist es okay, recht zu sein? Das, also dieses Video hat keinerlei Wert, keinen Sinn. Das ist reine Stimmungsmache, das ist reines Verarschen von den Menschen da. Ja, er war zu allen nett und so, aber trotzdem, es ist da, also es ist null Konsens, null. Er sagt ja immer, er redet mit den Menschen, das ist wichtig, aber rede doch mal wirklich mit den Menschen. Geh doch mal tiefgründig ins Gespräch mit den Leuten. Geh tiefgründig mit mir ins Gespräch. Lass uns reden. Ja, man kann doch einfach wirklich die Themen betrachten, aber so rumzugehen und ein bisschen so reinzufragen, ein bisschen haha, hi, das bringt nichts, außer halt quasi ein lustiges Video, was die Leute feiern, weil ein paar Linke haben sich zum Deppen gemacht, so. Ja. Das ist es aber am Ende des Tages. Provokation, nichts weiter. True. Freunde, lasst ein Like und ein Abo da, falls euch das Ganze gefallen hat, würde mich sehr freuen. Und supportet mich gerne nochmal auf Twitch, zweiter Link in der Beschreibung. Adios, amigos und amigas. Frauen werden hier nicht vergessen, aber Männer mag ich mehr, deswegen stehen sie an erster Stelle. Ciao!